Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Regierung nimmt die Situation auf den Energiemärkten bei der Energieversorgung sehr ernst. Und auch deshalb ist es so schändlich, dass Sie von der AfD dieses Thema, das so wichtig ist für die Menschen im Land, für die Versorgungssicherheit, aber auch für die Preise, dass Sie dieses Thema gezielt für Desinformation nutzen. Es grenzt tatsächlich schon ein bisschen an Hohn, dass Sie dieses Thema jetzt heute hier in einer Aktuellen Stunde hochziehen. Denn es gibt drei Krisen, die gerade gleichzeitig im Energiebereich Europa erschüttern. Und an allen drei Krisen haben Sie gefordert, sie noch schlimmer zu machen. Ich gehe sie im Einzelnen durch. Die größte Energiekrise, die Europa derzeit erschüttert. Es ist der Angriffskrieg Putins und es ist der Energiekrieg, den er gegen Europa führt. Es sind die Energiepreise, die er mit Absicht nach oben treibt. Es ist unsere Abhängigkeit von Putin. Und Sie von der AfD haben all die Jahre gefordert, die Abhängigkeit von Putin noch zu verstärken. Wir säßen viel tiefer in der Krise, hätten wir auf Sie gehört. Die zweite große Krise. Danke für das Stichwort. Ja, genau, das ist das richtige Stichwort, das Sie nennen. Die zweite große Krise, in der die Energieversorgung Europas gerade ist, ist die miserable Verfügbarkeit der Atomkraftwerke in Frankreich. Atom ist die zweite große Krise, die wir gerade haben. Sie lachen. Sie lachen und höhnen. Sie lachen und höhnen, weil Sie sich offensichtlich mit den Fakten nicht auseinandergesetzt haben. Sie haben ja noch nicht mal mitbekommen, dass die Atomkraftwerke nur zur Hälfte laufen, so wie Sie sich gerade benehmen. Das dritte große Problem, vor dem die Stromversorgung... Frau von Storch, mit Beleidigungen ist man nicht überzeugender. Also man muss mal, ja, Sie können Zwischenrufe machen, das ist ja auch normal, aber nicht mit Beleidigungen. Mehr als Beleidigung ist da eben nicht zu holen. Frau Kollegin Storch, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Denn die dritte große Krise, die die Stromversorgung in Europa derzeit in Atem hält, es ist die Klimakrise. Noch nie hatten wir so eine schlechte Verfügbarkeit der Wasserkraft in Europa. Noch nie hatten wir eine solche Dürre. Die Dürre ist extremer, als sie in den extremsten Szenarien bisher angenommen worden ist, weil die Klimakrise da ist, weil eben die Welt nicht mehr ist wie vorher, weil die Klimakrise auch die Stromversorgung im Wasserstrombereich reduziert hat. Und Sie haben all die Jahre uns immer gepredigt, dass wir nicht auf die Klimakrise achten sollen, dass es sie entweder nicht gibt oder sie nicht menschengemacht sei, jedenfalls, dass wir blind reinlaufen sollen. Hätten wir auf Sie gehört, wir säßen noch viel tiefer in der Patsche. Und zu dieser Kampagne der Desinformation passt, was Sie gerade abgezogen haben. Sie verweisen auf das Papier der DIHK, das gerade eben verteilt worden ist, und tun so, als würde sie ihre Positionen treffen. Sie versuchen, eine ernste, eine ehrliche, eine gute, eine wichtige Organisation zu vereinnahmen für ihre Ziele. Und ich werde nur mal einen Punkt rausgreifen. Hier steht der Ausbau der erneuerbaren Energien. Er muss viel schneller kommen. Hier steht: Die Windkraftanlagen werden viel zu oft abgeschaltet. Erst heute im Ausschuss haben Sie sich beklagt, weil wir genau das ändern, weil wir genau die Forderung der DIHK umsetzen. Und Sie haben dagegen gesprochen. Sie haben uns dafür kritisiert, weil Sie eben nicht hinter diesen Forderungen stehen. Wie kommen Sie mal wieder runter? Ich habe so das Eindruck, Sie haben auch schon manchmal hier ganz schön rumgebrüllt. Und ja, es gilt, Flagge zu zeigen. Es gilt, Flagge zu zeigen, wenn Sie dieses Land mit Desinformation überziehen, weil wir in einer wirklich ernsten Lage sind. Und deswegen handelt diese Regierung. Und ja, wir ziehen alle Register. Wir haben das größte Paket zum Ausbau der erneuerbaren Energien aller Zeiten aufgelegt. Auch diese Woche kommt noch mehr Windstrom dazu. Es kommt noch mehr Biomassestrom dazu, mehr Solarstrom dazu, alles im Energiesicherungsgesetz. Wir haben die Kohlekraftwerke wieder an den Markt gebracht. Wir haben die LNG-Terminals reingebracht. Wir haben noch mal jetzt nachgeschärft
Wirtschaft bei den Kohlekraftwerken. Selbst die Atomkraftwerke, Sie haben die Versorgungssicherheit Strom angesprochen. Und Sie können sich vorstellen, wie schwer uns das fällt. Selbst da haben wir gesagt, in einer Notreserve, ja, ist es denkbar, um die Versorgungssicherheit Strom aufrechtzuerhalten. Wir haben den Ausbau der Netze vorangebracht. Wir haben auf den Weg gebracht, dass die Bestandsnetze noch in diesem Winter stärker ausgenutzt werden können. Wir haben Putin ausgebremst, als er mit Gazprom Germania unsere Stromkunden ins Minus rücken wollten. Ja? Wir haben gehandelt. Ein ums andere Mal haben wir gehandelt. Was Sie bringen, ist Desinformation. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.